Meine Zeit steht in deinen Händen. Mit diesem Tagesspruch begrüße ich Sie, liebe Online-Gemeinde, ganz herzlich zum Altjahresgottesdienst. Liebe Gemeinde, ich lade Sie ein, mit mir Hilf, Herr Jesu, lass gelingen, unter der Nummer 61 zu singen, die Strophen 1, 2 und 5. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn ich aufschaue zu den hohen Bergen, dann fühle ich mich klein. Wer kommt mir zu Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hilft dir und er hilft mir, dass wir nicht vom rechten Weg abkommen. Tag und Nacht wacht er über uns. Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele, er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Kommt, lasst uns anbeten. Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer. Unsere Zeit, Gott, sie steht in deinen Händen. Unser Leben, es steht in deiner Hand. Bei dir sind wir geborgen. Du bist bei uns auf dem Weg durch die Zeit. Ob wir leben oder sterben,
Wir dürfen wissen, dass du bei uns bist. Heute, am letzten Tag des Jahres, heute denken wir an die Zeit, die vergangen ist, und daran, was wir mit dieser Zeit angefangen haben. Unsere Zeit, sie scheint zu fliegen, und wir haben Mühe, uns an das zu erinnern, was im vergangenen Jahr geschehen ist. Und das macht uns Angst, Gott, dass die Zeit zu fliegen scheint und wir nicht wissen, an was wir uns halten sollen. Gott, du zeigst uns, dass du Beständigkeit verleihst im Fluge unserer Zeiten. Zeige uns, dass wir im Leben und im Sterben bei dir geborgen sind. Begleite uns, wenn wir durch unsere Welt gehen, und fang uns auf, wenn wir fallen. Herr, erbarme dich. Herre Gott, erbarme dich. Christ, erbarme dich. Herre Gott, erbarme dich. Gott ist mit uns. Er geht mit uns und hält uns in seiner Hand. Das, was er einst dem Josua zugesagt hat, gilt auch für uns. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Ehre sei Gott in der Höhe. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass, Allfried hat nun ein Ende. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir, dass du uns bis zu diesem Tag gnädig behütet hast. Geleite uns auch im neuen Jahr mit deiner Güte und erfülle uns mit deinem Segen. Darum bitten wir um Jesu Christi, deines Sohns Willen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Zeit und Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Abend steht bei Jesaja 30. Ich lese die Verse 15 bis 17. So sprach Gott, der Herr, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrt und still seid, werdet ihr gerettet. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark. Doch das wolltet ihr nicht. Stattdessen habt ihr gesagt: Nein, auf Rossen wollen wir dahin rasen. Darum werdet ihr rasend die Flucht ergreifen. Auf Rennpferden wollen wir reiten. Darum werden eure Verfolger euch überrennen. Tausend von euch werden fliehen, wenn ein Einzelner sie bedroht. Vor fünf Feinden lauft ihr alle davon, bis nur noch ein kümmerlicher Rest übrig bleibt. Der steht einsam da, wie eine Fahnenstange auf einem Berggipfel oder ein Feldzeichen auf einer Anhöhe. Halleluja! Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja! Halleluja!
Wir bekennen miteinander unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Von guten Mächten treu und still umgeben, unter der Nummer 65. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird, von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für den heutigen letzten Abend im Jahr ist
ist ein Predigttext aus dem 13. Kapitel des Matthäusevangeliums vorgeschlagen, dort die Verse 24 bis 30. Jesus erzählte der Volksmenge noch ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie bei einem Bauern, der auf seinen Acker guten Samen aussäte. Als alle schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand wieder. Der Weizen wuchs hoch und setzte Ähren an. Da war auch das Unkraut zwischen dem Weizen zu erkennen. Die Feldarbeiter gingen zum Bauern und fragten ihn: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut auf dem Feld? Er antwortete: Das hat mein Feind getan. Die Arbeiter sagten zu ihm: Willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Aber er antwortete: Tut das nicht. Sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich den Erntearbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut ein. Bindet es zu Bündeln zusammen, damit es verbrannt werden kann. Aber den Weizen bringt in meine Scheune. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkünden kann. Amen. Liebe Gemeinde, am Ende des Jahres, da ist es ja in der Regel so, dass wir nachdenken. Am Ende des Jahres, da ist es in der Regel so, dass wir Bilanz ziehen, dass wir überlegen, was ist im vergangenen Jahr gewesen, dass wir überlegen, was war gut im vergangenen Jahr, dass wir überlegen, was war schlecht im vergangenen Jahr, dass wir auch überlegen, was war gut bei mir im vergangenen Jahr und wo war ich schlecht im vergangenen Jahr. Welche Tage waren schön und welche Tage hätte ich lieber nicht erlebt und. Das sind Fragen, die uns eigentlich an jedem Tag im Jahr umtreiben könnten, aber am Jahresende treiben sie uns ganz besonders um. Diese Frage nach der Bilanz. Das Gleichnis nun, das konfrontiert uns damit, dass Bilanzen durchaus durchwachsen aussehen können. Und dann vor allem auch mit der Frage, wie gehen wir mit einer durchwachsenen Bilanz um? Anders gesagt, das ist eine Binsenweisheit. Im Leben gibt es gute und schlechte Tage. Es ist auch eine Binsenweisheit, dass wir mal gut und mal schlecht drauf sind. Und natürlich ist es so, dass jede und jeder von uns bisweilen Dinge tut, die er oder sie lieber nicht getan hätte, und an anderen Tagen Dinge tut, die so toll sind, dass man am liebsten allen davon erzählen möchte. Und Prediger, der hat mal eine gute Predigt und mal eine schlechte Predigt. Auch das passiert. Das sind alles Binsenweisheiten, das gehört alles zum Leben dazu. Und wenn wir unsere Jahresbilanz ziehen und dabei rauskommen, dann kann ich nur sagen, okay, aber das ist verhältnismäßig banal. Und trotzdem ist es so. Trotzdem konfrontiert uns das Leben damit, dass es gute und schlechte Tage und gute und schlechte Taten gibt. Und dann natürlich mit der Frage, wie gehen wir damit um? Die erste und wahrscheinlich naheliegende Antwort ist, dass wir probieren wollen, so viel wie möglich Gutes zu erleben und so viel wie möglich Gutes zu tun und so wenig wie möglich Schlechtes zu erleben und so wenig wie möglich Schlechtes zu tun, dass wir uns also unter den Druck setzen, zu optimieren. Das ist ein ganz modernes Wort, Optimierung. Oder wie es eigentlich auf Englisch dann heißt, Self-Optimizing.
Nun gerade gesehen, ich habe so eine Uhr, ja? Das ist keine Uhr mehr, das ist alles Mögliche. Die zeigt auch die Zeit an. Manchmal brauche ich die auch für die Zeit. Aber die macht auch alles andere. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn ich die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücke, dann gibt die mir auch ein dreigängiges Menü auszukochen, ja? Und so weiter. Also das ist so ein Gerät, was man am Körper trägt. Und dieses Gerät hat auch die Eigenschaft, dass es alle möglichen Körperdaten speichert. Ich finde das immer dann ganz gut, wenn ich Sport mache oder wenn ich am Laufen bin, wenn ich nachher sehe, was ich für eine Strecke gelaufen bin. Ich finde es auch ganz gut, ab und zu einfach mal einen Blutdruck zu messen oder so. Macht das Gerät alles, aber, und damit wird es dann bedenklich, es ist die Frage, wo diese Daten landen. Es ist durchaus vorstellbar, dass in spätestens 10 Jahren jeder verpflichtet ist, ein entsprechendes Gerät zu tragen. Und die Daten landen dann bei der Krankenkasse, werden ausgewertet und je nach Lebensstil zahlt man mehr oder weniger. Es gibt Ohren, die juckt nach solcher Fanfare. Aber jetzt gerade wieder gesehen in der Corona-Diskussion, als dann vorgeschlagen wurde, dass Impfverweigerer höhere Krankenkassenbeiträge zahlen sollen, kann man von mir aus darüber diskutieren, aber dann gibt man das Solidarprinzip auf. Und dann ist nicht einzusehen, wieso Raucher keine höheren Beiträge zahlen und wieso jemand, der freiwillig Skifahren geht, seinen Beinbruch, wenn er ihn denn kriegt, von der Allgemeinheit bezahlen lässt. Ja? Also will sagen, da wer an diese Stellschraube rührt, der macht die Büchse der Pandora auf und man weiß nicht so genau, was dann rauskommt. Und trotzdem, der Hintergedanke ist ja klar, Self-Optimizing, sich selbst immer besser und besser machen. Kann man übrigens auch wunderschön mit einer Fotokamera machen. Oder noch besser mit einer Smartphone-Kamera, ja? Wenn man die richtig einstellt, dann geben die von vornherein das Wunschgewicht aus, ja? Dann wird nämlich so fotografiert, dass der Heiko Erhardt mit 64 Kilo erscheint, ja, statt mit 70, die er hat. Also will sagen, auch das ist eine Art und Weise, die Welt so zu verändern, dass man möglichst optimal dasteht. Ich glaube, das ist so ein Trend in unserer Zeit. Man möchte möglichst optimal dastehen. Und idealerweise gehört dann da natürlich nichts Schlechtes mehr zu. Und da gehört auch keine Trauer mehr zu, keine Krankheit, kein Leid, kein Abschied nehmen. Aber wenn man am Ende des Jahres Bilanz zieht, dann stellt man fest, dass gerade diese Bruchpunkte im Leben dem Leben die Unverwechselbarkeit verleihen. Oder anders gesagt, da wo das Leben stromlinienförmig und optimiert verläuft, da ist es austauschbar. Da wo das Leben Umwege nimmt, da wo Bruchpunkte im Leben sind, da wird plötzlich aus dem austauschbaren Leben von irgendwem das ganz individuelle Leben von Heiko Erhardt. Ich glaube, darauf kommt es ganz entscheidend an, dass wir das Leben in Höhen und Tiefen, an guten und schlechten Tagen lernen anzunehmen. Und wissen Sie, was noch wichtiger ist? Es ist noch wichtiger, dass wir uns lernen anzunehmen. Denn dieser Optimierungswahn, möchte ich mal sagen, der führt sehr schnell, sehr intensiv zu Überforderung. Burnout ist im Grunde nur ein etwas schöneres Wort für Depression. Ich könnte auch Depression sagen. Depression ist eine ganz massive Volkskrankheit. An Depression bzw. an den Folgen von Depression sterben stabil jedes Jahr mehr als 10.000 Menschen. Das muss man mal überlegen. Ich habe mal gelesen, ein kleiner Teil von dem Geld, was jetzt in die Corona-Bekämpfung gesteckt wird, ein kleiner Teil von diesem Geld in Therapieplätze und in Therapieeinrichtungen gestellt, könnte einer Menge Menschen das Leben retten. Müssen wir auch mal drüber nachdenken. Depression ist nämlich behandelbar und zum Teil sogar heilbar. Allein es fehlen die Plätze. Allein es fehlen die Einrichtungen. Und ich denke, das ist ein ganz schlimmes Zeichen für unsere Gesellschaft. Dass so gut wie jeder, der die 50 überschreitet, in seinem Leben mal eine Pause von 6, 8, 10 Wochen hat, weil es einfach wirklich nicht mehr weitergegangen ist. Wenn man einfach mal diese Auszeit nehmen muss.
weil man seinem Körper und mehr noch der Seele nicht mehr alles zumuten kann oder sollte. Und übrigens, Burnout heißt nicht, dass man schwach ist. Burnout heißt, dass man zu lang in seinem Leben zu stark gewesen ist. Und deshalb, ich glaube, es ist gut im Leben, wenn wir annehmen, dass das Leben Facetten hat. Wenn wir die Weisheit dieses Grundbesitzers im Gleichnis mal auf uns wirken lassen. Wenn wir nicht losgehen und mit irgendeiner Sichel oder was weiß ich, einem Rasenmäher oder so probieren, das Unkraut wegzumachen. Sondern wenn wir aushalten, dass da auch Unkraut ist. Wenn wir auch das Unkraut in unserem Leben aushalten. Wenn wir das Unkraut in uns selbst aushalten. Wenn wir nicht probieren, jemand zu sein, der wir nicht sind. Wenn wir nicht probieren, nach außen etwas darzustellen, was wir nicht sind. Wenn wir nicht Lebensqualität so definieren, dass wir sagen, Lebensqualität ist, wenn ich Geld ausgebe, was ich nicht habe, um Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche, um damit Leuten zu imponieren, die ich nicht mag. Kennen Sie sich da wieder? Das ist ja ein Stück weit der Trend unserer Zeit, ja? Das ist aber keine Lebensqualität. Lebensqualität besteht nicht darin, mich ständig zu überfordern. Lebensqualität besteht darin, entschleunigen zu können. Lebensqualität besteht darin, auf die Bremse treten zu können. Lebensqualität besteht vor allem darin, dass ich in mich selbst reingucke und feststelle, dass da ganz viele, ganz gute Dinge drin sind. Dass ich mich darüber freue, dass das so ist. Ich glaube, kein einziger Mensch, den ich kenne, hat nicht gute Seiten. Und kein Mensch, den ich kenne, hat nicht Begabungen. Und viele Menschen haben Begabungen, die ich nicht habe. Und das ist toll. Da kann man sich nämlich zusammentun, weil ich vielleicht Begabungen habe, die diese Menschen nicht haben. Und es ist gut, wenn man an den guten Seiten arbeitet. Es ist gut, wenn man probiert, die guten Seiten zu entwickeln. Und nicht ständig frustriert ist über die schlechten Seiten. Wissen Sie was, wenn Sie das mit sich selbst machen können, umso besser, wenn Sie es auch mit anderen machen können. Wenn Sie auch bei anderen probieren, die guten Seiten zu sehen, die guten Seiten zu loben, die guten Seiten zu entwickeln. Wenn wir nicht ständig aus dieser Negation herausleben. Ich glaube, darum geht es in diesem Gleichnis. So plastisch das ist mit dem Weizen und dem Unkraut. Und ich glaube, jeder, der ein Beet oder einen Garten zu Hause hat, kennt das. Und ich glaube, jedem, der ein Beet oder einen Garten hat, juckt es in den Fingern, so schnell wie möglich, das Unkraut zu beseitigen, so es denn da ist, damit der Garten super schön aussieht. Nur so hat mir mal jemand gesagt, der wesentlich mehr von Garten Ahnung hatte als ich, mein Vater nämlich. Der hat gesagt, biologisch gibt es kein Unkraut. Biologisch gibt es Kraut. Das eine akzeptieren wir, das andere nicht, aber wer sagt, dass das Unkraut im Garten nicht dieselbe Daseinsberechtigung hat. Wer sagt, dass ein Garten unbedingt optimiert und getrimmt sein muss? Wer sagt, dass ein schön blühender gelber Löwenzahn nicht auf seine Weise eine Wiese auch bereichern kann? Verstehen Sie, ich möchte so rumdenken. Ich möchte nicht von den Defiziten denken. Ich möchte von dem Gewinn her denken. Das möchte ich gerade am Ende eines alten Jahres machen. Und gerade übrigens auch am Ende eines Jahres, was eine ganze Menge negative Seiten gezeigt hat. Das darf man ruhig thematisieren. Ich bin fassungslos, wenn ich lese, vor einigen Tagen in Bautzen, diese Spaziergänger, wie sie sich selbst nennen, weil demonstrieren dürfen sie ja offiziell im Moment nicht. Jedenfalls nicht in größerer Menge. Aber zum Spaziergang treffen kann einem niemand verbieten bislang. Ja? Also diese Spaziergänger, also Demonstranten auf Deutsch, dass das dermaßen eskaliert, dass 10 Polizisten verletzt sind. Jawohl, unsere Demokratie muss aushalten, dass Leute da sind, die andere Meinung haben. Unbedingt. Unsere Demokratie muss auch aushalten, dass die Leute, die andere Meinung haben, diese andere Meinung offen sagen. Wenn das umschlägt, dass da Gewalt ins Spiel kommt, muss unsere Demokratie das nicht mehr aushalten. Und wenn Menschen mit ihrer offen geäußerten Meinung andere Menschen gefährden, müssen wir das auch nicht aushalten, das dürfen wir sagen. Nur wie ist der sachgemäße Umgang mit diesen Menschen?
Ich muss sagen, es gibt kaum ein Thema, was mich im Moment so beschäftigt wie die Tatsache, dass die Möglichkeit ist, sich impfen zu lassen. Es ist die Möglichkeit, sich medizinisch auf die sichere Seite zu befördern. Und übrigens alle anderen, mit denen man zu tun hat, auch. Ich bin ja nicht allein in der Welt. Es geht ja nicht nur um mich. Menschen verweigern das. Warum? Ich denke, da ist ein elementarer Vertrauensverlust. Das Jahr 2021 ist ein Jahr, das mit elementaren Vertrauensverlusten endet. Wir haben eine Bundestagswahl gehabt. Ich glaube, viele Menschen haben der neuen Regierung sehr viel Vertrauen als Bonus mitgegeben. Und ich hoffe, dass dieses Vertrauen nicht enttäuscht wird. Ich hoffe, dass die Probleme in unserem Land angepackt werden. Ich hoffe, dass nach Lösungen gesucht werden und dass um Lösungen fair gestritten wird. Es müssen nicht unbedingt die Lösungen sein, die ich ergreifen würde, aber ich möchte erleben, dass um Lösungen gestritten wird und dass was getan wird. Wenn das nicht passiert, dann wird das Ganze zusehendes Misstrauen geben. Dann wird unsere Demokratie irgendwann ganz schwierig zu verteidigen sein. Auch das beschäftigt mich. Und trotzdem, ich möchte auch bei der neuen Regierung, beim neuen Kanzler, bei den neuen Ministerinnen und Ministern und übrigens auch bei der Oppositionspartei CDU, die jetzt ihre Rolle finden muss, ich möchte erstmal den Vertrauensbonus mitgeben. Ich möchte auf das gucken, was die gut machen. Ich möchte nicht auf das gucken, was alles schief geht. Ich möchte nicht aus dem Nein, sondern aus dem Ja herausleben. Ich denke, dazu kann uns dieser Predigttext helfen. Und ich denke, dies wäre der wichtigste Vorsatz für ein neues Jahr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes 2022. Amen. Aus dem begonnenen Choral von guten Mächten treu und still umgeben, singen wir die Strophen 5 bis 7. Wir sprechen das Fürbittengebet. Sei du bei uns, Gott, wenn wir Abschied nehmen vom alten Jahr. Sei du bei uns, Gott, wenn wir an all das denken, was im vergangenen Jahr geschehen ist, an Gutem wie an Bösem. Gib,
dass wir das, was war, in deine Hände legen und dass wir das, was kommen wird, aus deinen Händen nehmen können. In dem Wissen, dass gut ist, was von dir kommt und dass geborgen ist, was wir dir geben. Schenke du uns deinen Segen an jedem Tag des neuen Jahres. Sei du auch bei denen, an die wir jetzt denken und für die wir jetzt in der Stille beten. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der du die Zeit in Händen hast. Unter der Nummer 64 die Strophen 1, 3 und 6. Dietrich Bonhoeffer hat die letzten beiden Weihnachten und die Neujahresschlüsse
seines Lebens im Gefängnis verbracht. Aber auch im Gefängnis hat er gedichtet, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. So segne und behüte uns alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.